Du hast diesen Fluchtversuch angezettelt, also steh dazu. Zeig dich selbst an. Ich habe dir bislang nicht alles erzählt. Ich glaub dir sowieso kein Wort mehr. Und überhaupt, ich gehe zurück nach Argentinien. Lisa! Lass mich. Sorry, ich halte es für keine so gute Idee. Ich weiß auch nicht, was mit mir los ist. Ach, schon okay. Schwamm drüber, hm? Die Trennung von deinem Mann geht dir wohl immer noch an die Nieren, was? Ich gehe jetzt wohl besser. Ach, was, jetzt mach mal nicht so ein Drama draus. Setz dich und trink noch einen Schluck mit mir. Das lenkt ab. Ich weiß nicht. Doch. Und ich stelle auch keine blöden Fragen. Versprochen. Also gut. Das kann ich nicht machen. Ich dachte, du wolltest dein Leben ändern. Deswegen muss ich mich nicht gleich selbst anzeigen. Das wäre immerhin ein Anfang. Wem soll das was bringen? Dad hilft mein Geständnis keinen Meter weiter. Nicht so lange unter Mordanklage steht. Vanessa, das ist eine Frage des Anstands. Warum stehst du nicht einfach zu dem Scheiß, den du gebaut hast? Weißt du, was du da von mir verlangst? Ja, dass du einmal in deinem Leben bereit bist, die Konsequenzen für dein Handeln zu tragen. Ich hätte ein Strafverfahren am Hals. Mit einer Vorstrafe könnte ich mein Jurastudium vergessen. Ja, das hättest du dir vorher überlegen können. Ich riskiere doch nicht meine gesamte berufliche Zukunft. Nicht, wenn keiner was davon hat. Weißt du was? In Wirklichkeit willst du gar nichts ändern. Sonst würdest du nämlich was tun, anstatt hier immer nur blöd rumzuquatschen. Manchmal hat sich Alex tagelang zu seiner Geliebten verdrückt. Und ich musste zusehen, wie ich die Firma am Laufen halte. Du hast ihn die ganze Zeit gedeckt? Was hätte ich denn tun sollen? Offiziell hieß es immer, der Chef ist geschäftlich unterwegs. Lisa und Paul haben die gar nichts gemerkt? Den hat er von seinen Geschäftsreisen tonnenweise Geschenke mitgebracht. Lisa hat ihren Vater vergöttert. Mir wäre an deiner Stelle viel eher der Kragen geplatzt. Ich habe mir die ganze Zeit eingeredet, das wird schon wieder. Ich muss mich nur anstrengen. Stattdessen ging alles bergab. Arno hat immer erzählt, der Lederwarenhandel sei eine Goldgrube. Am Anfang vielleicht. Aber durch Alex' Desinteresse hat er unsere besten Kunden vergrault. Die Firma war ihm im Grunde egal. Ich war völlig auf mich alleine gestellt. Irgendwann konnte ich nicht mehr. Das ist jetzt vorbei, Susanne. Arno und ich, wir werden dich unterstützen, wo immer wir können. Dafür bin ich auch wahnsinnig dankbar. Ja, hör mal, das ist doch selbstverständlich. Hier bist du zu Hause und deine Kinder sind es auch. Sag das mal Lisa. Die wird sich auch irgendwann wohlfühlen. Ganz sicher. Vielleicht sollst du es mal mit Schach probieren. Moment, Moment. Einen habe ich noch. So wird das nie was. Opa Arno braucht dringend mal einen Crashkurs. Ja, wenn es dafür nicht schon längst zu spät ist. Ach was. Ich glaube, an den Pfeilen stimmt was nicht. Pass auf. Du zielst und wirfst. Ist doch ganz einfach. Ja. Mit Glück kann es jeder. Noch was zu trinken? Immer noch sauer. Was denkst du denn, wenn Susanne mir so einen Mist über Papa erzählt? Oder ist da was Wahres dran? Woran? Na, dass Papa ein Lügner ist. Das musst du Susanne fragen. Ich frag aber dich. Also, hat Papa gelogen? Sagen wir mal so, du siehst bei Alex nur das, was du sehen willst. Was soll das denn jetzt heißen? Schau mal, wer da ist.
Na, ihr beiden? Hi. Später, okay? Hi. Hi. Waren wir hier verabredet? Weil ich hab meine Tennisklamotten noch zu Hause. Ach Quatsch, kein Stress. Ich bin sowieso viel zu früh. Ja, wenn du mitkommen willst, du kannst ja zuschauen. Sorry, aber ich hab grad echt keinen Nerv für Tennis. Ist wahrscheinlich auch besser so. Ist ja nicht gerade Wimbledon-Niveau. Ja, und was machst du jetzt? Na, das kannst du dir ja wohl denken. Und du siehst keine Möglichkeit, dass er doch noch freigesprochen wird? Am letzten Verhandlungstag? Da müsste schon ein Wunder geschehen. Wie geht Bernd damit um? Ihm wird langsam klar, wie ernst die Lage ist. Mit dem Fluchtversuch hat Vanessa ihm wirklich keinen Gefallen getan. Er hat das Gefühl, die Aktion hat ihm das Genick gebrochen. Obwohl er natürlich weiß, dass sie es nur gut gemeint hat. Erklär das mal dem Richter, was sie sich bloß dabei gedacht hat. Tja, das begriff Bernd auch nicht. Er meinte, Vanessa ist doch sonst immer so ein besonderer Mensch. Genau. Hi. Hallo, Vanessa. Hallo. Wir haben gerade über deinen Vater gesprochen. Und? Gibt es irgendwelche Neuigkeiten? Vanessa, willst du dich nicht lieber erst einmal beruhigen? Das ist doch... Ich muss mit dir reden. Wie war denn euer Ausflug? Du siehst doch, dass ich gerade mit Elisabeth rede. Ich habe echt keinen Bock mehr auf diese ewigen Ausreden. Ich will wissen, was Sache ist. Okay, Arno und ich gehen nach oben, dann könnt ihr in Ruhe reden. Also, warum hast du uns hierher geschleppt? Du willst es wirklich wissen? Es wird dir nicht gefallen. Sag es mir endlich. Also gut. Das Zusammenleben mit deinem Vater war nicht immer ganz einfach. Klartext. Alex hat schon eine ganze Weile eine Affäre mit einer anderen Frau. Was erfindest du jetzt? Ich wünschte, es wäre so. Aber das hätte ich doch gemerkt. Was glaubst du, warum er so oft auf Geschäftsreise war? Arbeit hat deinen Vater in Wirklichkeit doch nie interessiert. Und du hast das die ganze Zeit von mir verheimlicht? Geschäftsreisen? Alles erstunken und erlogen? Oh, Lisa, ich wollte dir das ersparen. Deswegen habe ich nichts gesagt. Wie rücksichtsvoll. Und was ist mit Paul? Hat er es gewusst? Nicht von Anfang an, nein. Und ich, blöde Kuh, hab geglaubt, Papa hat so viel zu tun und kann sich nicht um mich kümmern. Ihr habt mich voll verarscht. Gregor? Hallo? Hallo, Cecile. Auf dem Weg in die Holding. Und du? Hattest du einen schönen Abend? Kann man wohl sagen. Du und Gregor. Ja, Gregor ist ja auch ein netter Typ. Du hast es erfasst. Und jetzt entschuldige mich, ich muss Brötchen holen. Für welches Schmierblatt arbeiten Sie, wenn ich fragen darf?
Nein, Sie bekommen kein Interview und meine Gefühle gehen Sie einen feuchten Dreck an. Lassen Sie mich gefälligst in Frieden. So geht das nicht weiter. So, ich leg da mal los. Denkst du, du kommst mit meinem Rechner klar? Wenn nicht, Papa, komme ich noch mal runter. Gut. Morgen. Morgen. Ich zieh mir noch ein paar Übungsbögen aus dem Netz. Ortskenntnisprüfung, Taxischein. Guten Morgen, Paul. Guten Morgen. Morgen. Schläft Lisa noch? Nein, die ist wach. Ist aber mal wieder voll und ganz mit im Tagebuch beschäftigt. Ach, die soll erst mal was essen. Willst du sie nicht holen? Ich hab keinen Bock, ständig stille Post zu spielen. Wenn du was von ihr willst, geh selber hoch. Sag mal, musst du mich jetzt auch angehen? Mir geht dieses Hickhack tierisch auf die Nerven. Wenn ihr beiden Krach habt, ist das nicht mein Bier. Ich habe mir die Entscheidung, hierher zu ziehen, wirklich nicht einfach gemacht. Mir wäre es auch lieber gewesen, es wäre anders gelaufen. Ich kann's nicht mehr hören. Was hast du vor? Ich verzieh mich. Mein Gott, was ist denn plötzlich in ihn gefahren? Du tust doch nur wirklich alles, was du kannst. Der Junge steht ständig zwischen zwei Fronten. Wie soll er das in seinem Alter verkraften? Guten Morgen, Frau Keppler. Guten Morgen. Ich hätte Sie ja kaum erkannt in dem Aufzug. Ach so, ja, ich dachte, so ein bisschen Bewegung an der frischen Luft. Und Sie, was machen Sie hier? Ich wollte mal nach dem Rechten schauen. Und, wie ist die Lage? Unverändert. Die Presseleute warten immer noch darauf, Sie vor die Linse zu bekommen. Verdammt. Machen Sie sich keine Sorgen. Das Sicherheitspersonal hat alles unter Kontrolle. Über die Mauer kommt keiner unbemerkt. Na, dann ist ja alles in Ordnung. Ich lade dich zum Frühstück ein. Hm? Kommt gar nicht in Frage. Doch, das ist doch das Mindeste. Immerhin habe ich letzte Nacht bei euch Asyl bekommen. Hier auf dem Sofa kann man ganz gut schlafen. Du und Gregor? Wir haben Wein getrunken und ferngesehen. Sonst gar nichts. Hi. Hi. Kommt Lars auch noch? Ja, keine Ahnung. Ich habe ihn heute noch nicht zu Gesicht bekommen. Ich dachte, die Verhandlung ist erst heute Mittag. Ja, schon, aber Lars wollte sich in Ruhe darauf vorbereiten. Deshalb hat er sich in seinem Zimmer verbarrikadiert. Schönen guten Morgen. Was kann ich euch bringen? Großes Frühstück für alle? Ja. Mhm. Kaffee dazu? Ja. Mhm. Okay. Dann habt ihr euch noch nicht ausgesprochen. Es gab noch keine Gelegenheit. Lars ist dermaßen im Stress. Schon praktisch, wenn sich Männer manchmal in ihrer Arbeit vergraben, nicht wahr? Ich lasse mich nun mal nicht gerne erpressen. Vor allem nicht, wenn es um ein Liebesgeständnis geht. Oh, entschuldigt. Hallo, Johannes. Guten Morgen, Cecile. Ich hoffe, ich störe nicht. Nein, was gibt's denn? Es fehlt noch eine Unterschrift wegen der Scheidungspapiere. Ja, ich kümmere mich darum. Gut. Wie geht es dir sonst? Gut, danke. Ja, dann. Ich melde mich wieder. Mhm. Mach's gut. Ich bewundere deinen Elan. Ich kann ja nicht rumsitzen und Däumchen drehen. Lisa sitzt auf ihrem Zimmer und schmollt. Ich habe vorhin Partei für Paul ergriffen. Aber nicht gegen dich. Das weiß ich doch, Papa. Ich versuche mich eben in die Lage der Kinder zu versetzen. Du hast es auch einfacher. Als Opa Arno stecke ich nicht so tief drin wie du. Langsam wird mir klar, was du mit mir so alles durchstehen musstest. Und ich begreife allmählich, was damals in dir vorgegangen sein muss. Aber so kompliziert war ich nie. Doch, das warst du, mein Schatz. Kannst du mir glauben? Frau Bodenbach kann wieder bezeugen, dass Herr von Beinbach, Lahnstein, zum betreffenden Zeitpunkt tatsächlich am Tatort war. Noch? Oh, Entschuldigung. Ich bin gleich wieder weg. Ich wollte nur kurz ein Buch für Cecile holen. Nur zu, du störst nicht. Ich muss sowieso gleich los. Ihr bleibt bei nicht schuldig? Aus Mangel an Beweisen. Und was hast du für ein Gefühl? Dass wir damit nicht durchkommen. Naja, wenn, dann ist es bestimmt nicht deine Schuld. Es ist nur die Frage,
Bernd das genauso sieht. Das wird schon. Also dann, viel Glück. Ja. Vielen Dank. Na, habt ihr Angst, keinen Platz mehr im Gericht zu bekommen? Oder warum die Eile? Carla, wie schön. Sollen wir dich vielleicht mitnehmen? Nicht, dass du noch das Beste verpasst. Sei ein bisschen netter zu deiner Schwester. Ich an ihrer Stelle könnte mir nicht mit ansehen, wie mein Ehemann als Mörder verurteilt wird. Noch ist das Urteil nicht gesprochen. Und Lars ist ein verdammt guter Anwalt. Tja, leider sprechen sämtliche Indizien gegen deinen Gatten. Also, da müsste sein Anwalt schon zaubern können. Ach, so wie die Anklage, ja? Die plötzlich eine Sekretärin aus dem Hut zaubert, die sich vorher noch nie zu Wort gemeldet hat. Ich sehe ein, das muss ein ziemlich harter Schlag für ihn gewesen sein. Es ist schon komisch, aber irgendwie werde ich das Gefühl nicht los, als ob hier irgendjemand nachgeholfen hat. Aus welchem Boulevardblättchen haben Sie diese Geschichte? Ja, sein Prozess ist eben immer für eine Überraschung gut. Ich meine, denk nur an Bernds Fluchtversuch. Wer hätte damit schon gerechnet? Hm? Gehen wir? Hm. Also, was willst du hier? Felix, ich habe nachgedacht und du hattest recht. Soll das heißen, du sagst aus? Was willst du denn erzählen? Die Wahrheit natürlich. Dass ich den Wachmann bestochen habe, damit er sich selber fesselt und dass Dad keine Ahnung hatte. Bist du sicher, dass du das durchstehst? Naja, ein bisschen moralischen Beistand könnte ich schon gebrauchen. Du meinst es also wirklich ernst? Das ist im Moment das Einzige, was ich für Dad tun kann. Gut, ich hol kurz meine Jacke, ja? Wie war denn eigentlich dein Flug heute Morgen? Ja, endlich mal ein Kunde, der mir erhalten bleibt. Jetzt kommt mein Shuttle-Service endlich in die Gänge. Aber pass auf mit dieser Tanja. Ich glaube, die ist mehr als zwielichtig. Ich bin einfach nur froh, dass ich sie als Investorin gefunden habe. Wer weiß, was dahinter steckt. Sei lieber vorsichtig. Ich krieg meine Heli-Nummer nicht umsonst. Ja, aber Nathalie hat gar nicht so unrecht. Dieser Tanja kann man wirklich nicht trauen. Siehst du? Und mit so einer steckt dein Freund Ansgar unter einer Decke. Und wenn schon, ich kann ganz gut auf mich selbst aufpassen. Entschuldige, aber meine Schicht ist gleich zu Ende. Oh ja, ich komme sofort. Du weißt doch, meine Vorlesung gleich. Ja. So, mache ich mich mal wieder an die Arbeit. Danke nochmal für den schönen Abend. Und dafür, dass ich nichts erklären musste. Gerne. Und da ist wirklich nichts gelaufen? Kaum zu glauben, nicht wahr? Lisa, mein Schatz, du kennst doch Susanne. Du musst dir nicht alles glauben, was sie dir erzählt. Deswegen frage ich ja dich. Hast du nur eine Geliebte? Hör zu, Lisa, ich... Ja oder nein? Also gut, ja, es gibt da jemanden. Zufrieden? Und seit wann? Also bitte, wird das jetzt ein Verhör? Kommst du, das Essen ist fertig. Sofort! Du hast mich die ganze Zeit belogen. Ich kann dir gar nicht sagen, wie mies ich das finde. Na, du kommst genau richtig. Kannst du uns ein bisschen helfen? Du bist im dritten Stock. Die Vorspeise. Hi. Hey. Hallo. Hey. Hey, du. Was ist mit Jana und Nico? Kommen die nicht? Sind wir noch nicht genug? Nico ist in der Schule und Jana kellnert im Schneiders. Was ist mit dir? Möchtest du nichts essen? Eins musst du mir ein für alle Mal versprechen. Und das wäre? In Zukunft möchte ich immer die Wahrheit wissen. Ich steck das schon weg. In Ordnung, ich verspreche es dir. Frieden? Wenn Sie dann bitte die Türen schließen würden. Siehst du gut? Na, ganz hervorragend. Ich habe das Gefühl, wir werden heute hier prächtig unterhalten. Es kommt zum Aufruf, die Strafsache gegen Herrn Bernd von Bayernbach-Lahnstein. Hast du Angst? Dann überleg's dir nochmal. Du musst es ja nicht machen. Oh, hallo. Charlie. Musst du nicht im Schneider sein? Na, so kann ich doch da nicht rumlaufen.
Oh, Rotwein? Die neue Aushilfe macht mich noch wahnsinnig. Aber ich freue mich, dass ich dich hier sehe. Ja, das klingt so, als wärst du erstaunt darüber. Ich habe gestern versucht, dich zu erreichen und da dachte ich, du wärst vielleicht weggefahren. Nein, bin ich nicht. Ich habe nur nicht zu Hause übernachtet. Ach, soll das heißen? Das soll gar nichts heißen. Ich war nicht zu Hause und basta. Hallo. Oh, hallo, Frau Schneider. Hat Ihr Bistro heute Ruhetag, oder? Nein, nein, mir ist ein kleines Malheur passiert. Geht ihr? Ja, ich wollte nur noch zahlen. Nein, keine Chance. Das Frühstück geht auf mich. Wenn du drauf bestehst, dann musst du ab jetzt aber öfters bei mir vorbeischauen, damit ich mich revanchieren kann. Mach ich gern. Dann bis bald hoffentlich. Macht's gut. Ciao, Cecil. Ciao. 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 Dieser Gregor ist wirklich ausgesprochen sympathisch. Ihr kennt euch mittlerweile ein bisschen näher? Gib dir keine Mühe. Ich weiß genau, was du denkst. Und? Wie war's? Wie war was? Komm schon, jetzt erzähl. Gregor ist ein netter Kerl. Mehr nicht. Da läuft nichts. Ach, ein netter Kerl. Könnt ihr mir vorstellen, dass in diesem Gregor ein bisschen mehr steckt, ne? Kann schon sein. Das will ich aber nicht wissen. Warum denn nicht? Ein bisschen Ablenkung würde dir sehr gut tun. Jetzt hör aber auf. Gibt es noch weitere Beweisanträge, Herr Oberstaatsanwalt? Nein, Herr Vorsitzender. Gut, dann schließe ich die Beweisaufnahme. Es sei denn, die Verteidigung möchte noch einen Beweisantrag stellen. Ja. Herr Schneider, darf ich Sie bitten? Wenn sich die Dame im Publikum bitte widersetzen würde. Was will die denn hier? Ich dachte, du hättest alles im Griff. Ich verbitte mir diese Störung. Nehmen Sie im Publikum Platz oder ich lasse Sie aus dem Saal entfernen. Ganz ruhig. Sie wissen offenbar nicht, wo Sie hier sind. Mein Name ist Sylvia Jones. Ich möchte eine Aussage machen. Bernd von Beinbach-Lahnstein ist unschuldig.